Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Wir spielen Dead Horde. Ja. Dies ist ein Horror-Action-Indie-Game. Es erschien 2011. Und ja, ich sag's vornherein schon mal, dieses Spiel ist ab 18. Also alle, die, naja, noch nicht 18 sind, sollten es lieber nicht gucken. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden. Ich starte erstmal ein neues Spiel. Ich habe schon mal gespielt, wie man sehen kann. Aber wir fangen natürlich neu an. Schwierigkeitsgrad normal. Weil hart und Wahnsinn, das lassen wir mal lieber. Okay. Ladedaten. Ja, und dieses Spiel, diese Aufnahme ist eine Spontanaufnahme, da wir relativ wenig Horrorspiele mehr haben. Das letzte, was ich rausgebracht hatte, war ja Obscure. Und ich habe mir gedacht, mach mal einfach mal ein neues Spiel und mal gucken, wie es euch gefällt. So, Tag 1. Ein tödliches Militärvirus, geschaffen, um kleinere Länder zu zerstören, gelang durch einen schrecklichen Unfall in die Wasserversorgung einer Stadt. Das Virus tötete nicht einfach nur Menschen, es ist hoch ansteckend und mutiert Menschen und möglichst viel Chaos zu verursachen. Ihr Hubschrauber stürzte auf dem Weg zu ihrer Einheit ab. Sie müssen nun den Weg zu Fuß finden. Die letzte Meldung war, dass die Fabrik unter Kontrolle ist. Hoffentlich haben sie recht. Ja, ich werde mal weiter. So, und nun sind wir im Spiel. Ja, hier kann man so ein bisschen rumlaufen. Wir können auch rennen und jumpen und so. Hopp, hopp, hopp. Und wie ich schon gehört, wir sind jetzt einer vom Militär, den der Hubschrauber hier zerstört ist, und die Militärleute haben halt Ausrede, Unfall, wieder mal ein bisschen Scheiße gebaut. Checkpoint erreicht. Und nun sind wir auf dem Weg in diese Stadt, die ja hier im Wasser durch das Wasser verseucht worden ist, um dort nach den Resten zu gucken. Okay. Und die Atmosphäre wird anders, es wird dunkler. Unser Durchgang ist versperrt, also wir kommen hier nicht mehr raus. Wir sind jetzt quasi im feindlichen Gebiet. Wie man da schon sieht, ein Hund und ein Zombie. Und in diesem Spiel muss man nicht vorsichtig machen, also man muss halt zwar... So. Ja, also wie gesagt, man muss teilweise vorsichtig laufen, denn man kann alle anlocken. Boah, platsch. So. Denn die kommen halt alle gleich zu einem gerannt. Aber man ist jetzt nicht so, dass man hier bestimmte... Geh weg. So. Okay, das wäre erledigt. Nachladen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir lassen die Gegner alle leben. Nein, wir müssen sie töten. Und ich sehe gerade, wir heißen Check. Check. Okay, Jack Bauer. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Okay, wir gehen erstmal kurz hier hoch. Da oben ist schon wieder einer. Wir bauen den erstmal weg. Sehr schön. So, haben wir hier irgendwas. Erstmal nachladen. Diese Munition ist die Waffe ist unbegrenzt und... da kommen sie schon. Kann man von hier aus? Na toll. Schieße ich eher daneben. Moment, Moment, Moment. Nachladen, nachladen. Und tschüss. So, gut. Natürlich können wir auch, wie schon vor uns gezeigt, sprinten. Also hoppen. Direkt an den Zombie durch die Arme laufen. Hallo? Mann, Mann, Mann. Hat dem Leben, der Junge.
Erstmal wieder nachladen. Okay. Und das sind, so viel ich jetzt mitgekriegt habe, sind immer nur bestimmte Abschnitte, die jetzt laufen können. Und wir müssen quasi alle komplette Gruppen, wo wir jetzt sind, müssen wir säubern, um weiterzukommen. Hier ist so. Da kommt wieder einer. Warte. Nachladen. Okay, sehr schön. Hier sind Kisten, damit können wir nicht viel anfangen. Hier ist auch nichts. Ich probiere einfach mal alles aus. Müssen wir auch alles finden. Wie gesagt, ich habe auch bloß die ersten paar Minuten mal kurz gespielt, um zu sehen, ob alles läuft. Deswegen weiß ich nicht. Was war das? Guck mal hier. Okay, also draufschießen kann man nicht. Gut, das weiß ich erstmal Bescheid. Hier oben haben wir ein Medikit. Sehr schön. Ja gut, man kann jetzt hier nicht reingucken. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Aber ansonsten, hier ist halt nichts drinne gewesen. Nee, hier war nichts. Nee, gut. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Ui. Gut. Hier haben wir nichts. Oh. Was ist das jetzt? Bereich sicher. Ah, okay. Jetzt können wir quasi in den nächsten Abschnitt vorgehen. Vorlaufen. Oh. Hilfe. Ja, und ich weiß, man kann das Spiel auch im Koop-Modus spielen. Mit dem wir zusammen dieses Spiel spielen. Aber ich spiele es jetzt erstmal im Einspieler-Modus. Und vielleicht wird das auch noch ein Koop-Modus-Spiel. Aber mal sehen. Wie gesagt, falls ihr mehr sehen wollt von dem Spiel. Schreib's einfach mal in die Sprache. Lass mich weg. Lass mich in Ruhe, ihr Monster. So, soweit alles sicher. Hier, sicher. Stirb. Sehr gut. Oh, scheiße. Sehr gut. Also der Anfang ist immer noch relativ einfach. Wir haben jetzt auch noch keine... Aber so viel wie ich weiß von dem Spiel, kriegt man hier auch noch besonders gute Waffen. Und natürlich werden dann auch die Gegner ein bisschen schnapper. Jetzt haben wir erstmal solche Viecher und die Hunde, die uns zerfleischen wollen. Granaten habe ich schon verballert, das war nicht so gut. Und da oben ist schon ein Medikit, also hier ist schon mal ein Medikit, sehr schön. So, nachladen. Soll ich erstmal wieder rumgucken? Okay, hier ist quasi Sperre, also ab hier geht es nicht weiter. Jetzt können wir hier über die Brücke gehen. Checkpoint erreicht, das ist sehr gut. Und was haben wir hier? Ein drücke E, um den Shop zu be... Aha, okay. Oh, was hast du hier? Was haben wir hier? Ja, hier können wir dann anscheinend unsere Waffen verbessern. Wirklich kaufen? Ja. Ah, cool. Können wir jetzt erstmal hier alles soweit aufrüsten, die Waffe. Ich kaufe am besten mal die hier. Kaufen haben wir leider nicht mehr genug Geld. Granaten könnten wir kaufen, aber... Naja, wir bleiben lieber erstmal bei unserem Sturmgewehr. Okay. Und bei solchen Dingern können wir dann also, bei solchen, ja, Militärgebäuden oder was das sein soll, Wohnwagen-Ding da, können wir dann also Ausrüstung kaufen. Wir haben jetzt unser Sturmgewehr erstmal aufs Höchste ausgebaut, aufgerüstet. Mehr Munition. 21 Schuss jetzt, nicht mehr ungefähr 14 oder 15 Schuss waren das vorher. Das ist auch gut, dass wir das gemacht haben. Oh, geh weg. Sehr gut. Was mit dem? Boah, lecker.
soweit sie das jetzt all. Komm doch rein. So, der ist weg. Noch jemand hier, noch jemand. Okay, bis jetzt ist alles ruhig. Natürlich wissen wir, es kommt was. Okay, jetzt ist er. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Musik verrückt alles. Den wir hoffentlich gerade so noch überleben werden. Boah, sehr schön, sehr schön. Das haben wir überlebt. Lass mal kurz springen. Hops. Vielleicht noch einmal. Und hops. So. Okay. Uiuiui. Ui, ui. Das ist ja schon sehr, sehr interessant, was hier alles so für Viecher rumrennen. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr jetzt lade nach, los. Ja, also wie was ich sagen wollte, wenn ihr jetzt im Schwierigkeitsgrad Hart oder Wahnsinn spielen wollt, dann seht ihr, dann wird das Doppelte kommen, was jetzt kommt. Na komm. Und tschüss. Geht's dir gut? Gut. So, wieder einer weniger. Lade nach. Okay, die erste Mission ist halt, wie gesagt, eigentlich fast immer das Einfachste vom Einfachsten. Also etwas leichter, um erstmal überhaupt reinzukommen in so ein Spiel. Wenn man die richtig großen Schaden machen. Boah, jetzt. Okay, warst du schon wieder? Musik vorbei? Geschafft. Explodierst? Ja. Sehr schön. Okay, hier können wir wieder Ausrüstung kaufen im Shop. Ah, okay, wir können jetzt quasi unsere Waffe weiter ausrüsten, aufbauen. Aber ich werde mir mal die Schrotflinte kaufen, um mal ungefähr zu zeigen, wie die abgeht, damit ihr wisst, aha, okay. So, 12 Schuss haben wir. Denn die Waffe ist jetzt leider nicht mehr mit unbegrenzt. Ja, so gut, das Magazin ist alles voll. Und jetzt haben wir die Schrotflinte ausgerüstet. 12 Schuss, immer 2 werden geladen. Okay, hier ist alles ruhig. Gehen wir mal weiter. Okay, hier stehen jetzt Militärfahrzeuge, um einzusteigen. Ja. Ach cool. Cool, also wir können jetzt auch mit Fahrzeugen fahren. Ich glaube, das ist wieder nicht gut. Wenn ich die Musik schon wieder höre, dann kommt das. Jetzt wieder aussteigen.
wir haben hier schon wieder einen Shop. Na gut, gehen wir mal rein und können jetzt quasi unsere Shotgun ein bisschen umrüsten. Oder wir rüsten jetzt noch unsere Waffe hier auf. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen aufrüsten. Die Schrotflinte, Frequenz. So, Munition. So, erhöht. Magazin erhöht. Und Reichweite. Reichweite? Auch nochmal erhöht. So, gut. Okay. Bam. Okay, also mit der Schrotflinte muss ich genau zielen, denn wie gesagt, die ist nicht unbegrenzt. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir hier rein. Tot? Nein, er ist nicht tot. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, scheiße, Kinder. Toll, da schieße ich wie ein Verrückter auf ihn drauf und habe gar keine Munition mehr. Aber gut, das macht nichts. Wir können jetzt gleich mal wieder zum Shop gehen und können noch mal gucken, ob mir hier noch was... wir kaufen noch mal Munition. 15 Stück, das reicht. Das sieht gut aus. Das ist... ja, okay. Granaten, was weiß ich, kaufen wir uns mal eine. So. Eine schadet nie. So, okay, und jetzt will ich jetzt hier reingehen, in Ruhe und friedlich. Aber das lässt mich nicht stellen. Ja, okay. Mit dem scheint es irgendwie nicht gut zu gehen. Kann ich jetzt? Okay, wir fahren eine Runde Gabelstapler. Ich probiere jetzt einfach mal aus, ob ich hier vielleicht irgendwas machen kann. Kann ich da was machen? Okay, okay, so. Keine Ahnung. Aber das kommt bestimmt alles noch, damit ich dann... okay. Ich glaube, ich habe schon eine Ahnung. So schnell kann es gehen. So. Na, komm. Boah, ich bin nicht gut im Fahren. Ich bin nicht gut im Gabelstab fahren. Na, komm. Entweder hängt das Ding jetzt oder... hallo? Gabelstapler? Ah, sehr gut. Das funktioniert. Oh, ich bin über Entdeckung. Tot. Gut. Das wollte ich doch nur hören, wie es Platsch macht. Wieder nachladen. Ja, auf jeden Fall muss ich hier garantiert den Gabelstapler nutzen, um das Ding wegzukriegen. Beziehungsweise anzuheben. Aber ich komme hier nicht mehr mit dem Gabelstapler raus. Also. Ah, okay, okay. Aber man muss immer irgendwie ausprobieren. Dann klappt das dann schon. So. Kann ich jetzt hier irgendwie was machen? Mhm.
das runtersetzen? Also das muss doch hier irgendwie nach oben getragen werden. Nehme ich jetzt mal spontan an. Sehr interessant. Also ich kann ja ohne jetzt ja, mal gucken, vielleicht. Ja, ich glaube eher mal nicht. Man wird quasi hier reingeworfen und weiß jetzt noch nicht mal genau, wie man es machen muss. Was? Achso, hier können wir jetzt Nachrichten schreiben. Man kann dieses Spiel ja auch online spielen, also nicht nur im Koop, also Koop-Modus und Online-Modus, Multiplayer-fähig. Ja. Na komm. Sehr mysteriös, sehr komisch. Aber vielleicht kann ich doch den Zaun umfahren. Ich probiere es einfach mal aus, weil was anderes bleibt mir jetzt eigentlich nicht übrig. Das geht schon gar nicht gut. Die Palette, Palette. Okay, das geht auch nicht. Sehr mysteriös. Da bleiben wir natürlich jetzt schon an dieser Stelle hängen. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Ne? Ja, und ich würde mal... Gut. Na, ich würde mal sagen, ab hier mache ich... werde ich erstmal den Let's Test beenden. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es doch mal in die Kommentare, ob wir weiterspielen sollen. Und ja, schreibt es einfach mal rein. Und ich schieße noch mal kurz rum, um zu testen, ob das passiert. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal und vielleicht bis zum nächsten Mal bei Dead Horde. Ansonsten zu einem anderen Let's Play oder Let's Test. Und bis dahin erstmal tschüss.